Und damit herzlich willkommen zur 21. Folge des Command Conquer 3 Tiberium Sun Let's Plays. Jetzt habe ich es hinbekommen. Es war ein Zungenbrecher für mich. Wo wir gerade dabei sind, für die letzte Folge hier diese Basis und das Ding zerstört haben und nachdem wir nicht wussten, wie es hier weitergeht, eigentlich auf dem Weg hierhin sind, was wir nicht sehen, weil wir den Radar nicht eingenommen haben, und wir jetzt hier anfangen, diese Basis platt zu machen. Ich würde vorschlagen, wir beginnen damit, dass wir auf Range. Heilung haben wir keine mehr, ne? Heilung haben wir keine mehr. Dass wir auf Range erstmal das Ding da kaputt schießen. Gucken, ob das klappt. Ja. Ja. Geht klar. Da kriege ich nochmal Heilung. Wichtig wäre, dass das Gebäude weg ist und dass der mich nicht entdeckt. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. Mhm. Da kam eine Patrouille. Wenn ich jetzt von hier unten da drauf schieße, was passiert dann? Ich habe halt die Möglichkeit, um diese Basis rumzufahren. Theoretisch gesehen muss ich sie wahrscheinlich nicht mal kaputt machen. Praktisch machen wir es aber. Machen wir erstmal die Fahrzeuge weg. Oh oh. Okay. Jetzt das alte Problem, gegen diese Einheiten bin ich leider recht schlecht gewappnet. Wie ihr euch sicherlich schon vom letzten Mal denken könnt, habe ich gegen diese Einheiten leider nicht sehr viel Stich. Aber wir probieren es mal mit Range. Das sieht ja noch soweit ganz cool aus. Wenn ich hier gleich nochmal Heilung bekomme, bin ich nach diesem Camp wieder voll hochgeheilt. Dann ist das alles cool. Ja, perfekt. So, das da weg. Das kriegen wir auch easy weg. Perfekt. Der schießt nicht. Einheit bereit. Kein Problem. Irgendwie fliegen heute die Raketen an. Das ist, fällt euch das auf, dass die Raketen mehr so in der Luft bleiben und diese Dinger, diese Ebene hier überfliegen können? Das haben die sonst nicht hingekriegt. Ich schieße einmal da drauf. Mal gucken, ob das klappt. Klappt. Und du. Das geht auch klar. Und der geht auch klar. Perfekt. Dann ohne Gegenwehr ist es natürlich auch keine Kunst, das hier alles kaputt zu machen. Selbstverständlich nicht. Okay, das ist jetzt ein Problem. Könntet ihr wegfahren? Danke. Er da weg. Okay, das Wichtigste war, ich durfte sie nicht tanken. Das hat gepasst. Mann, Mann, Mann. Da drauf. Wir speichern nochmal. Das wird aber langsam hier wieder eng. Wir nennen das jetzt mal okay. Nehmen das okay 2 Safe Game weiter. Passt. Auf den dort bitte. Was immer der gerade für einen Auftrag hatte. Sir?
Passt da drauf. Okay, perfekt. Dann haben wir das Ding eingenommen. Ob das jetzt worth war, also ob das jetzt notwendig war und wertvoll, weiß ich noch nicht. Das wird sich noch herausstellen. Aber wir nehmen das jetzt erstmal so hin. Und... Oh, oh. Okay, die wollen mich nicht nur verarschen, die verarschen mich. So, schön auf Distanz gehen hier. So, und jetzt da drauf schießen. Ja gut, die können sich nicht wehren, das ist passend. Ah ja, gerade habe ich fast nochmal gekriegt. Ach ja. Hat überhaupt nicht lang gedauert. So, einmal speichern. Wo wir da hochfahren. Nehmen wir wieder das. Die haben wir jetzt gleich einmal voll geheilt. Machen das kaputt, heilen uns einmal voll und dann gucken wir erstmal, was hier oben noch ist. Bevor ich hier weitermache. So, hier bitte einmal die Heilung einsammeln. Freundlichsten Dank. Hier hören wir schon wieder dauerhaft Schüsse. Jetzt können wir eigentlich mal speichern. Das ist ja, eigentlich ist das ein gutes Safe-Game, was wir jetzt hier haben. Wenn ich wieder irgendwo jetzt eine falsche Einheit irgendwo hingeparkt worden ist, aufgrund von irgendwelchen zerstörten Gebäuden, ist das ja ein gutes Safe-Game. Eigentlich wollte ich erst da oben erkunden. Das gucken wir doch zuerst hier. Okay. Ich weiß ja, dass hier die Basis ist. Ich habe hier so ein bisschen Schiss. Jetzt gucken wir zuerst nach da oben. Der bleibt da doch gemütlich stehen. Von hinten kann nichts kommen. Das ist jetzt einfach nur die gegenüberliegende Seite von der Brücke vermutlich. Ist das gewollt, dass ich hier erkunde? Wieso weit kann ich nicht hochgucken? Also ich würde ja fast behaupten, es ist gewollt, dass ich hier lang gehe. Fahr jetzt hier auch erstmal weiter. Vielleicht kommt man ja um die komplette Basis von hier oben drum rum und kann sich dann reinschleichen. Wäre natürlich von großem Vorteil. Wie geht's hoch? Nein. Hier nirgendwo hoch, oder? Habe ich hier irgendwo was übersehen? Die fahren jetzt hier einmal außen lang. Hier kann man nichts. Das, da kann man anballern. Ich wollte gerade sagen, hier kann man nichts anballern. Und dann sehe ich, man kann was anballern. Es fehlt sowas wie von einem Quicksave-Game. Aber sowas wie von... Das ist die Basis, die ich einnehmen soll? Das sieht aus wie meine Basis. Hier auch noch Erzes. Berium.
würde sagen, ja. Das ist meine Basis. Du fährst mal dahin. Nicht schießen. Stopp, 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 stopp. Noch nicht schießen. Ist er jetzt auf dem Weg dahin? Ist er? Hier nochmal gucken, nicht, dass die auf die Idee kommen, mit den schießen. Kommen sie nicht. Wir gucken mal gleich, was wir hier haben. Erstmal fährt der jetzt in Reichweite mit seinen Gebäuden. Seinen Einheiten. Das hat sollte heißen, der fährt in Reichweite der Gebäude mit den Einheiten. Bevor ich hier reinfahre. Theoretisch gesehen könnte ich jetzt so dreist sein und fahre einfach mal hier rein und gucke, ob ich das Hauptgebäude einnehmen kann. Weil ich ja leider die Info gelesen hatte, als ich den Guide gelesen hatte, dass, wenn man das Hauptgebäude einnimmt, dass man die komplette Basis bekommt. Und wenn das die Basis ist, die ich einnehmen soll, weil das weiß ich nämlich nicht. Weil hatte ich nicht gelesen. Ich habe nur versucht, diese eine Info rauszulesen aus dem ganzen Guide. Dann würden jetzt gleich ganz viele Probleme gelöst werden. Und dann haben wir endlich wieder Basebuilding. Kannst du da reinfahren? Kann er nicht? Das ist Hauptgebäude. Doch, da kommen wir rein. So viel Dev steht hier nicht, das kriegen wir hin. Wir werden jetzt das Tor kaputt machen und ballern uns einen Weg da rein. Das Tor kaputt. Jetzt müssen die da noch weg. Jetzt hier, ich versuche mal zuerst den da hinten wegzukriegen. Ach, da kommen wir nicht rein. Kann ich da reinfahren? Nee. Okay, speichern. Speichern wir da drauf. Wie komme ich da rein? Strom wegnehmen? Ist meine erste Vermutung. Was gibt's hier noch? Wir gucken uns die Basis an. Macht das Sinn? Nein, das ist arschgefährlich, sich die komplette Basis anzugucken. Da reinschießen können wir nicht, oder? Nee. Ach, da können wir drauf schießen. Oh, so einfach. Okay, wir können uns ein Loch reinschießen. Können da ein Loch reinschießen, bitte? Wenn das geht. Sieht nicht so aus. Was sieht aus, wenn ich das kaputt mache? Nee, es bringt gar nichts. Ich will halt, wie ihr euch vielleicht denken könnt, so wenig wie möglich von der Basis zerstören. Aber ich befürchte fast, ich werde nicht drum rumkommen, hier die halbe Basis zu zerstören. Was passiert, wenn ich jetzt hier einen nehme und den da hinschicke? Kommst du da hin? Natürlich nicht.
ihr macht mal das da kaputt. Wir probieren es mit Strom. Das ist die beste Alternative, die mir einfällt erstmal. Strom wegnehmen. Draußen alles stehen lassen, drinnen den Strom kaputt machen. So viel Micromanagement mit diesen Einheiten machen muss. Mehr Strom haben wir hier übrigens jetzt erstmal gar nicht zu stehen. Just saying. Ich weiß nicht, was das für Gebäude sind. Wir werden gleich hier oben nochmal gucken, ob hier noch was ist, aber... Reicht. Perfekt. Ist auch ein Feind. Ich muss ihn leider töten. So, dann hier rein. Der da bekommt Prio. Ja, Sir. Ja, erledigt. Geh da weg. Wieder kiten, sonst wird das nichts. Das sehe ich ja jetzt schon. Ach ja, nervigste Spielmechanik ever. Kann man die überfahren? Kann ich. Okay, so, wir probieren mal die Basis hier zu erobern. Ob das jetzt schon klappt? Basis 1. Es kann sein, dass das gleich mir mega auf die Füße fällt. Es kann sein, dass es sau gut wird. Ja, Sir. Bestätigt. Da rein mit dir. Uiuiui. Gebäude erobert. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ja. Beschissener Zeitpunkt, ich sehe es. Okay, gut, können wir nochmal neu laden. Wir müssen zumindest noch diese beiden Einheiten da wegkriegen. Da rumstehen. Das ist das absolute Minimum. Alles darunter steht nicht im Bereich als Verhandlungsbasis. Ja, hier, Sir. So, hier der Trupp, der gerade ankommt, den nehmen wir noch erstmal auseinander. So, der da weg. Und hier oben den, der da muss noch weg. Diese beiden Einheiten, die müssen noch weg. Alles andere ist dann handelbar. Aber das beides muss erstmal weg. Und danach ist das erste, sobald die Basis da steht, dass ich erstmal wieder Strom aufbaue. Einheit verloren. Einheit verloren. Fällt mir schon fast gar nichts zu ein. Ja, doch nochmal anders. Aber vielleicht doch einen nehmen und die Verluste hinnehmen. Ein paar Verteidigungsgebäude habe ich ja. Ja, genau. Baller hier nochmal alles weg. So, das zuerst. Okay, so. Nächste Folge mache ich mir Gedanken, wie ich die Basis hier sinnvoll einnehme. Ob das Ganze irgendwie schaffbar ist oder nicht.
Ich werde sie wahrscheinlich noch einmal ausprobieren, einfach einzunehmen und zu gucken, ob ich sie verteidigt bekomme. Keine Ahnung. Ohne Strom wird schwierig, aber mal schauen. Jetzt gehen wir erstmal nächste Folge. Ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben. Schreibt mir Feedback. Ich freue mich wie jeden Scheiß. Und sag wie immer zum Schluss. Tschüss.